Deko, 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 ja, wie soll's anders sein? Diesmal hier für den Garten. Das habe ich mir von Amazon kommen lassen. Meine Frau wird sich sicherlich freuen, denn hier, wie gesagt, habe ich ein paar kleine Deko-Schnecken für den Garten. Da gibt es wahrscheinlich gar nicht viel zu testen. Wir müssen uns einfach mal anschauen, wie so die Qualität ist und wie die Dinger überhaupt ausschauen. Ich bin gespannt. So, und jetzt schau mal, hier sind sie schon. Und die sehen doch cool aus, oder? Das ist natürlich alles Metall. Ja, hier kann man das sehen. Kleine Federchen. Also ich finde die doch schon niedlich, oder? Ja, wie gesagt, für den Garten, für den Balkon, die Terrasse, fürs Blumenbeet oder wo auch immer man die unterbringen möchte, einfach großartig. Farbenfroh, ganz, ganz tolle Nummer. Ja, wenn man die umdreht, kann man auch sehen, man kann sie auch anhängen, ne, so hoch an der Wand und so weiter. Es ist eine Öse dran, also wenn ihr irgendwo einen Haken oder eine Schraube habt, einfach anhängen. Prima Sache. Ja, und ich denke, viel mehr gibt es zu den Schnecken gar nicht zu sagen. Das ist halt so normales Deko. Deko-Zeugs für draußen, Deko-Gedöns. Wie es man so kennt, Schmetterlinge, Frösche, gibt's ja alles. Wie gesagt, meine Frau wird sich bestimmt darüber freuen. Ich finde es auch ganz niedlich. Die Farben finde ich schön. Es passt einfach zusammen. Es ist Metall. Ja, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich habe hier tatsächlich nichts anderes erwartet. Genau das ist es. Es ist sogar noch größer, als ich es gedacht habe. Ich hatte gedacht, die sind noch kleiner. Nein, sind sie nicht. Also einfach perfekt. Und damit gibt es von mir hier natürlich eine klare Kaufempfehlung. Die kannst du dir ja, unbesorgt holen. Und wenn dich diese kleinen Schnecken auch interessieren und du die auch haben möchtest für deinen Garten, dann geh hier oben in mein Profil, in meine Bio, da ist ein Link drin. Dort findest du all meine getesteten Produkte und auch diese kleinen süßen Schnecken. Und jetzt bist du dran. Du weißt Bescheid. Hinterlass mir mal einen Kommentar, schreib mir mal was dazu, was du davon hältst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da. Würde mich natürlich unwahrscheinlich freuen. Und wenn du mehr Produktvideos sehen möchtest, dann musst du mir folgen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.